Oh, und jetzt sind auch noch die Asseln auf mir drauf. Weißt du was? Darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, gegen all die zu kämpfen. Gegen all die Gegner, wollte ich sagen. Ich habe keinen Bock, gegen meinen lokalen ID zu kämpfen. Irgendwie konnte man die doch auch anlocken. Wenn ich recht im Kopf habe. Naja. Dann mache ich halt. Manuel. So. Komm hier hin. Der hat die Akku auf mir. So, nice. Du musst wenigstens nicht gegen beide Asseln und die Schlange kämpfen. Das ist schon mal sehr viel wert, muss ich sagen. War mir ehrlich gesagt tatsächlich einigermaßen wichtig. Hat ein Dark Ass Element. Ob das so eine gute Idee war, ne? Wird man sehen, aber ich glaube, bevor wir da jetzt die ganze Zeit, wir kommen halt gar nicht mehr dazu, die Angriffsreihe durchzuführen. Der ist vorher down. Und ich glaube tatsächlich, weil mich Nia's Healing ja die ganze Zeit so ein bisschen aufgeregt hat, werde ich jetzt tatsächlich mal das hier tun. Immer als Nier. Wir fangen natürlich mit Daggers an, weil den wollen wir leveln. Hallo Aslo, kommst du hier hin? Er ist noch auf mich getriggert, ne? Na, komm mal mit. Oder auch nicht. Dann werde ich halt gucken, dass ich ihn so schnell wie möglich auflade. Weil es dauert halt jetzt eine Weile. Wie man ja jetzt leider sieht. Aber die KI. Okay, du glaubst, du hast eins. Bin ich gerade komplett verpeilt oder bin ich der Einzige, der nicht versteht, was. Bin ich der Einzige, der nicht versteht, was Poki meint? Oder. Ich weiß es halt gerade nicht. Ich bin irgendwie gerade hart verwirrt. Cosplay. Ah. Okay. Ich glaube, wenn ich Nia spiele, ist das mit am besten. Da können wir uns auch mit dieser Schlange hier anlegen. Würde ich zumindest sagen. Oh, ich habe mein Handy wieder immer noch auf Vibrationen stehen. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ich stream, dann will ich das eigentlich am liebsten immer nicht auf Vibrationen stehen haben. Um ehrlich zu sein. Kann ich mich nicht ablenken. So, jetzt fangen wir die Reihe mit ihr an, werden dann direkt mal gleich unser Team heilen. Oder wir fallen halt um, weil der eine gute Damage Roll bekommt. Das ist halt ein bisschen blöd. Nein, wir kriegen das jetzt nicht so gut hin, leider, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir können wechseln und heilen. Fangen wir dann einfach mit Warmark jetzt wieder an. Wir machen dann hier Epidemie.
können wir es ja mit Rock beenden. In der Verheerung. Diesmal sogar nicht Verheerung Ganon, sondern tatsächliche Verheerung. Ja, sorry, irgendwie musste ich daran gerade denken. Also ob Kaufland auch Cosplay verkauft. Ey, Kaufland, die verkaufen richtig viel in ihrem Online-Shop, ne? Ich habe das auch mal gesehen, die verkaufen ja richtig viel online. Teilweise Sachen, die es niemals im Kaufland geben würde. Und zumindest in den Kaufländern, in denen ich einkaufen gehe. Dafür brauchen wir Feuer- und Windelement. Können wir uns ja mal unsere Klingen anschauen, ob wir das hinbekommen. Wir haben ja immer noch unsere Random-Klingen. Kann man sich das ja mal genauer ansehen. Ah, hier. Spezialfähigkeiten. Euer Element 2. Nice. Windelement. Warte, Rock behalten wir ja. Und dann können wir hier einmal... Warte, wir haben ja bei Nia Feuer Stufe 2, das heißt, wir brauchen hier noch einmal Feuer. Wow, die haben auch Perücken. Yes. Muss sagen, diese Animation war vielleicht nicht die detailgetreueste. Aber naja. Ist ja alles in Ordnung. Okay. Make way for me. Get rusty. Got it. I give you my all. Warte, ist der Söldnertruppzug oder wieso? Oh, wir haben gar keinen Söldnertrupp losgeschickt. Oh. Machen wir das doch mal. Off we go, we go! Yes. Of course. No problem. Reporting. I imagine I'll fit right in. What's the plan, boss? Zepmeisters, fall in! Good luck, everyone! Just show me the way. So, mir ist nämlich gerade gar nicht aufgefallen, dass wir tatsächlich noch gar, dass wir aktuell keinen Söldnertrupp unterwegs haben. Keine Ahnung, wie mir das nicht auffallen konnte, um ehrlich zu sein. Hier waren wir gerade oben, das heißt, wir haben dieses Fabriktor dann auch endlich geöffnet. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Kontrollraumtür. Oh, stimmt, da haben wir den Schlüssel gefunden. Und hier, ja, geht's ganz nach draußen. Okay, dann ist richtig im Kopf. Mal gucken, ob wir dann auch den entsprechenden grünen Schatz hier bekommen. Naja. Hat mir irgendwie besser vorgestellt, aber ist es in Ordnung. Es ist eigentlich schwer in Ordnung, was wir gefunden haben. Natürlich müssen wir uns hier auch ansehen, was von der anderen Seite abgeschlossen. Natürlich. Was wir hier dann unten auf dem Boden finden werden. Das ist ja offensichtlich der Weg, den wir rausgehen sollen. Hier haben wir ja Mama. Guck dir mal die beiden Kostüme an, die du mir jetzt auf Discord geschickt hast. Jo, kann ich machen. Das eine ist dann nur ein Kimono, oder? Nanu, wo kommt munteres Trüppchen plötzlich her? Da waren wir in Modellen unterwegs, um nach selten Leckerschmecker Zutaten zu suchen. Hatte sich gerade einfach... Okay, Daggers. Nimmt er einfach einen Thron und setzt sich da drauf. Um nach Leckerschmecker Zutaten zu suchen.
Plan war, auf Kopf von Titan zu klettern und Leckereien zu jagen, aber Mama hat wohl verirrt. Gore hätte alle schon aufgebraucht, musste Marskäfer essen. Dabei festgestellt, Marskäfer total lecker. War das nur Bemerkung am Rande? Ja, man muss wissen, wo Weg zurück ist. Ah, so, so, ja, Mama versteht. Ist Freund dankbar für lebensrettenden Richtungshinweis. Ja, Mama will nicht gleich wieder verlaufen, deshalb sofort die Rückkehr nach Argentum. Nimm viele, viele Marskäfer mit, kann besondere Geheimzutat für neuen Saft sein. Wo sind übrigens noch weitere Brüder und Schwestern von Yamama auf Suche nach leckeren Saftzutaten? Falls Freunde, Geschwister von begegnen, bitte lieb sein. Yamama wünscht gute Grüße. Zählt das jetzt als eine gute Tat für Perun? Meint ja nicht. Eins von Sauer, da würde ich den. Die Schwerter haben wollen, ja gut. Generell so mit Schwerter auf der Gamescom. Ich glaube, das hat ein bisschen so strengere Regularien da leider. Genau in dem Moment finde ich einen Katana-Aufsatz und denke mir so. Okay, interessant. Als ob das Spiel mir zuhören würde. Ja, natürlich keine echten. Ja, Poki, das war mir bewusst, dass du keine echten Katana damit reinnehmen willst. Siehst du das Zorro-Cosplay bei mir? Tut mir leid, Poki, dafür habe ich zu viel Orientierung. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Außerdem will ich nicht die ganze Zeit mit einem Schwert im Mund rumlaufen. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Axtschwung. Ja, warum denn nicht? Down mit dem Schwert rum. Aber so wie es sich anhört, macht das. Was für Ausrüstung haben wir hier eigentlich bekommen? Agilität. Äferkraft, das ist was für Nia. Oh, das ist gut für Tower. Gucken wir sortieren erstmal nach Seltenheit und gucken mal, was wir hier so haben. Die Infanterieweste, die bekommt Nia definitiv. Damit ihr mal ein bisschen mehr überlebt. Und die hat schon einen recht hohen Elferkraft. Ah, das hier ist 22%. Das da ist 22 Punkte. Oh. P um 24%. Das ist echt besser als das andere, was wir haben. Erhöht Stärke um 22. Erst mit Stärke um 22% erhöhen. Das wird dann nämlich auch im weiteren Verlauf des Spiels echt eine gute Sache werden. Weil die Prozente, die wachsen mit, die 22 nicht. Man sieht mir an, dass ich diesen Sprung versuchen will, oder? Oh, was soll's? No! Hey, look what I found! Who cares? Okay, hier kann man wirklich nicht weiter hoch. Okay, aber wenigstens haben wir den Reisepunkt hier mittlerweile freigeschalten. Das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Sache, ne? Die Abwehr. Look what I found. Yeah. I found something great. Don't you think? Did I actually mention that my Scottish accent imitation is pretty terrible? Now you know. Oh mein Gott. Tower. Du hast es geschafft, da runterzukommen, ohne durch die Räume zu laufen. Okay. Hast du dich an irgendeiner Wand lang gemanövriert? Oder wie? Nein.
Mit sehr viel Fallschaden. Ah, verstehe. Joa, da gehe ich nicht lang. Hier gehe ich schon eher lang. Ich werde mich erstmal um hier mit ein paar so Krabberischen hier prügeln. Die haben auch eine Die haben auch schon eine schöne Feuerschwäche. Das gefällt uns ja gerade momentan ja sehr gut. Oh, da sind Dexen dazu gekommen. Geht's unschön. Du hast keine Ahnung mehr, wo das war. Ja gut. Ernsthaft? Jetzt muss ich auf diese dumme Dexe da drauf. Wie viele Gegner werden das denn jetzt? Ich glaube, ich sollte wegrennen. Wieso können wir auch nicht so gegen ein, zwei Gegner kämpfen, sondern direkt gegen 30 gefühlt? Das ist ja nicht mehr schön. Dass ja doch auf einmal alle auf uns getriggert sind. Kämpfen wir einfach mal jetzt gegen diese isolierte Jägerdechse. Das sollte ja nicht schief laufen, oder? Und das muss halt wirklich mit Wormack anfangen. Das ist halt auch so der Gedanke, aber ich will eigentlich mit Daggers diese Level 1 Fähigkeit da endlich einsetzen. Aber die Sache ist, bei Daggers braucht das alles so lange zum Aufladen. Mach ich halt nicht. Dann mach ich lieber so. Na, so eine kurze Frage, ja? Was ist los, Poki? Fällt man unter dem Kimono noch was? Ich glaube, das kannst du machen, wie du willst. Ich bin jetzt kein Experte in japanischer Kleidung, Profi. Wollte nur mal so gesagt haben. Aber ich würde sagen, es wird dich niemand dafür call-outen, wenn du nichts drunter trägst, Profi. Ja, ich glaube, ich sollte hier weg. Wieso müssen das halt auch so mega viele Gegner sein? Und sind die zu dumm, mich aufzuheben? Mich? Ja, ich war schockierend, Poki. Das war deine Schuld, nicht meine. Oh, ich werde, ganz ehrlich, ich werde jetzt ein paar normale Kernkristalle auf Nia benutzen. Ich hoffe, dann bekommt sie eine weitere ordentliche Klinge. Nicht normal weit Unterwäsche drunter. Ah, okay, na dann. Und hey, Lucy. Wie geht's? War grad so. Ah, warte, da soll ich noch was dranhängen. Okay. Hat nur einen Strohhut. Das kam gerade unerwartet. Aber eine Abwehrklinge ist eigentlich genau das, was ich nicht auf Nia haben will. Ich meine, ich freue mich drüber, aber... Abwehrklinge?
Damit haben wir auch tatsächlich mal eine Dunkelklinge. Mit Percival. Vater. Sollten wir hier eine Enzyklopädie sehen? Ja, hier. Percival. Ja, dann haben wir halt weitere Tank-Klingen, die wir momentan nicht gebrauchen können, weil wir nur Tower als Tank haben. Ich glaube, ich schau gleich echt mal nach, wie man Peruns Dings aktiviert. Wie man Perun dann als Perun die Stufe erhöht. Wäre halt schon wichtig, muss ich sagen. Das. Oh, der kann auch eine Flächenangriff. Das ist gut zu wissen. Aber das Gute ist, jetzt können wir wieder heilen und wir werden direkt weggehauen von dem Gegner. Anonia, kannst du bitte auf diesen Stein da drauf gehen, danke. Auf diesen Stein drauf gehen, nicht auf diesen Stein drauf gehen, by the way. Nur um es nochmal so erwähnt zu haben, ne? Weil ich mag eigentlich Perun total als Klinge. Ich würde sie schon gerne leveln. Aber naja, das werden wir dann sehen. Ich finde übrigens den Namen Heilende Corona, ich weiß, das kommt von Krone, aber... Irgendwie ist der nicht so gut gealtert. Ungeachtet davon. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf schon eingegangen bin bei dem Namen. Oh, das hier könnte jetzt böse werden. Ich hoffe, wir bekommen die, was ist, ja, stimmt, was soll das sein, ne? Das Problem ist halt, mit dem einen werden wir halt gut klargekommen. So muss ich jetzt schon wieder wegrennen. Ne, wir haben Akku auf uns drauf, nevermind. Wir können gar nicht wegrennen. Ich sehe halt leider relativ wenig Hoffnung, wenn wir halt hier... Wenn wir halt gegen drei von denen kämpfen. Und wir können halt auch nicht fliehen, weil die haben halt Aggro.